Die Wölfe sind im Anmarsch. Der VfL will nach Europa und hat dafür aufgerüstet. Mithilfe der VW-Millionen haben sich die Wolfsburger in der Spitzengruppe etabliert. Und dort wollen sie bleiben, merkt auch die Konkurrenz. Dass Wolfsburg eine richtige Macht werden kann, das denke ich ist allen klar, das muss ich nicht beantworten. Ja, wenn VW richtig die Dose öffnet, dann wird es für alle anderen ungemütlich. Dann ist der Einzelne, das ist die einzige Möglichkeit, wie man richtig, außer Audi sagt, wir holen so einen anderen Verein außer Ingolstadt. Weißt du, also dann wird es irgendwann ein bisschen unschön, aber im Moment ist es so, wie es ist. Eine rein sportliche Geschichte mit einer sehr guten Mannschaft, die jetzt voll in die Spur gefunden hat und dementsprechend natürlich punkten wird in der Rückrunde. Es hat den Anschein, dass Borussia Dortmund und Bayern München von ihrer Qualität her traue ich auf jeden Fall die Champions League zu. Und es hat den Anschein, als wenn Wolfsburg jetzt Schalke und Leverkusen, die ja die eigentlichen Anwärter für Platz 3 und 4 sind, dass Wolfsburg einen Angriff auf diese Position startet. Zwischen diesen 5 werden die 4 Plätze ausgespielt, ist meine Überzeugung. Wolfsburg entwickelt sich immer mehr zu einer der Top-Adressen in Deutschland. Indiz dafür der Transfer von Kevin De Bruyne, den die halbe Liga jagte und der sich für den VfL entschied. 23 Millionen ist ein Wort, das werden nicht viele Vereine in der Bundesliga können. Wolfsburg kann es. Schön für Wolfsburg. Sie sehen, was kann Wolfsburg machen bei Transferperiode. Waren auch, wenn ich will, an De Bruyne Interesse wert. Du hast keine Chance. Deshalb müssen wir auch in dieser Branche realistisch sein. Aber man wird sehen. Die Konkurrenz schaut neidisch in den Norden. In der Autostadt ist man dagegen um Zurückhaltung bemüht. Man will, dass wir gemeinsam jetzt mit Kevin, dass wir eben mittelfristig unsere sportlichen Ziele erreichen werden. Das ist natürlich jetzt unser Ziel, nach und nach Qualität eben dieser Mannschaft zuzuführen, zur vorhandenen Qualität. Und ich glaube, dass wir eben mit dieser Verpflichtung von Kevin, dass wir da den richtigen Schritt getan haben. Viel Geld und eine clevere sportliche Führung, die nun auch gezielt auf den Nachwuchs setzt. Wolfsburg könnte sich dauerhaft an der Spitze etablieren. Wenn man natürlich so einen potenziellen Geldgeber da hinten hat, ist es natürlich auch einfacher. Klar, aber es ist ja ähnlich wie Hoffenheim mit dem Hopp oder auch Bayer Leverkusen mit der Bayer AG dahinter. Also da haben wir schon 3 Vereine, die schon ganz andere Voraussetzungen haben. Und nachdem jetzt mein alter Kumpel Klaus Allofs dahingegangen ist, dann wird man die Wolfsburger jetzt schon in der nächsten Zeit ein bisschen ernster nehmen müssen. Die werden nach oben wollen. Sie wollen sich, das ist ja erklärtes Ziel in Wolfsburg, sich auch irgendwie, wenn möglich, kontinuierlich für die Champions League qualifizieren. Das wird nicht einfach, aber es ist eben eine Mannschaft, von der man sagen muss, sie hat keinen guten Start in die Bundesliga gehabt, aber seitdem hat sie sich eigentlich kontinuierlich nach oben gehangelt und das ist eine Mannschaft, mit der in der Zukunft zu rechnen sein wird. Auch wenn sich die Wolfsburger noch defensiv geben, die Liga hat bemerkt, dass sich eine neue Fußballgroßmacht entwickeln könnte. Das macht es für den VfL nicht leichter.